Liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Unser letzter Kantate-Gottesdienst vor der Sommerpause findet wieder einmal im Online-Format statt. Nicht, dass wir uns daran gewöhnen oder vielleicht gewöhnen möchten, doch die Corona-Pandemie hat vieles in unserem Leben verändert. Sehr vieles sogar. Doch die fallenden Inzidenzwerte machen Hoffnung. Hoffnung darauf, dass diese Schlagworte wie Krise, Lockdown oder Isolation oder auch Systemcrash oder Grenzschließungen und viele andere mehr, dass die so langsam aus den täglichen Nachrichten verschwinden oder zumindest weniger werden. Ja, das Vertrauen in der globalen Zusammenarbeit hat mächtig gelitten. Im Vordergrund standen stets nationale Interessen. Doch die Frage, die uns bewegt, ist: Wie kommen wir heraus aus dieser Krise? Was haben wir aus dieser Krise gelernt? Was haben wir gelernt im Umgang miteinander und füreinander? Liebe Zuhörer, die Botschaft, die biblische Botschaft des heutigen Tages, des zweiten Sonntags nach Trinitatis, enthält einen ganz wichtigen Hinweis. Letztlich, so sagt die Bibel, schafft es nur die Liebe, Vertrauen, Verständigung und vor allen Dingen auch das rechte Maß an Zuneigung und aufeinander hören, zu erwirken und uns zu bringen. Letztlich lernen wir nur daraus, aus der Liebe. Und ein ganz wichtiges Medium, um diesen besonderen Wert der Akzeptanz und der Verständigung und vor allen Dingen der Liebe besonders hervorzuheben, ist die Musik. Die Musik mit ihren unglaublich vielen Facetten und Möglichkeiten. Wir haben in unserem Jahresprogramm der Saison 2021 nicht umsonst ein ganz besonderes Wort des französischen Staatsmanns Joseph Maistre vorangestellt, der mal gesagt hat: Vernunft kann nur reden. Es ist die Liebe, die singt. Liebe Zuhörer, der heutige Gottesdienst ist praktisch eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise, bei der wir den Chancen, die uns die Musik für ein friedvolles Zusammenleben, aber auch für eine tiefgründige Verständnis und vor allen Dingen für eine stärkende Lebensfreude bietet, nachgehen möchten, bei der wir auf der Spur sind. Wir als Kantorei Barmen-Gemarke laden Sie dazu ein. Wir laden Sie ein, ganz präsent und dabei zu sein. Seien Sie uns herzlich willkommen. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Ich möchte Sie grüßen mit dem Spruch der beginnenden Woche, dem sogenannten Heilandsruf aus dem Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Jesus Christus hat gesagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir hören Psalm 36, einen Psalm Davids. Psalm 36 ist ein mitreißendes Bekenntnis der Wirklichkeit Gottes. Alle, die Gott vertrauen und sich an ihn wenden, erfahren die Güte Gottes, die so weit ist, wie der Himmel reicht. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Ich möchte beten. Großer Gott, allmächtiger Vater, wir danken dir für diesen Tag, an dem wir wieder zusammenkommen und in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Unzählige Christen auf der Welt werden gewaltsam genau daran gehindert. Wir danken dir, Herr, für unser Leben, mit dem du uns täglich neu beschenkst.
auch für die Möglichkeiten, unsere von dir verliehenen Begabungen und Fähigkeiten für andere einzusetzen und sie teilhaben zu lassen an deiner unendlichen Liebe, mit der du uns täglich begegnest. Danke, Herr, dass wir von dir nicht reglementiert werden, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, nicht perfekt, mit unseren Schwächen und Grenzen. Herr, du kennst auch die Sehnsüchte vieler Menschen nach einer langen Zeit des Bangens und der Einschränkungen, der Sorgen und der persönlichen Nöte, endlich wieder auf- und durchatmen zu können. Stärke sie und gib ihnen Geduld. Gib ihnen Zuversicht und Hoffnung. Du kennst auch unsere Gedanken und unser Bemühen und du kennst unser Herz. Du weißt, wie wir sind und was und wie wir es meinen. Vor dir ist nichts verborgen. Herr, gib uns Geduld und ein gutes, aufrichtiges und vertrauensvolles Miteinander. Und gib uns auch die Bereitschaft, auch heute auf dein Wort zu hören und danach zu tun. Schenke uns eine offene Gemeinschaft und eine tiefe Verbundenheit, die unserem Auftrag dient, für andere da zu sein und dich, den Allmächtigen, durch unser Leben zu ehren. Komm in unsere Mitte, Herr, und gib uns deinen Geist, der uns verstehen lässt und verstehen hilft, was du uns heute zu sagen hast. Wir rechnen mit deiner Gegenwart. Amen. Wir sind dein Volk.
Die Lesung ist gleichzeitig der Predigttext aus dem Korinther 14, Übersetzung der Lutherbibel von 2017. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Wenn er aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung und der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten. Es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Auf den Herrn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Mensch ist ein Lebewesen, das Sprache hat. So beschrieb, so definierte einst der Philosoph Aristoteles den Wesenskern des Menschen. Das, was uns im Wesentlichen ausmacht, was uns unterscheidet von allen anderen Geschöpfen, von der Schöpfung. Der Mensch ist ein Lebewesen, das Sprache hat. Das stimmt. Man mag sich nur einmal vorstellen, wie unsere Welt und unser Leben aussähe, wenn wir keine Sprache hätten. Beziehungen aufzubauen, anzuknüpfen, sich mitzuteilen, gemeinschaftliches Leben, aber auch die Kultur, die Wissenschaft und die Bildung sind ohne Sprache nicht vorstellbar. Sprache ist gut und wichtig, verbindet Menschen, aber Sprache kann Menschen auch trennen. Und genau um diese Zweideutigkeit von Sprache, diese Ambivalenz geht es heute in unserem Predigttext. Der Apostel Paulus hatte auf seiner zweiten Missionsreise die Gemeinde in Korinth gegründet. Korinth war damals eine Weltstadt, eine Metropole, eine Drehscheibe, ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und Religionen. Menschen aus allen bekannten Erdteilen und Ländern, die dort zusammenkamen. Und in diesen brodelnden Ort hinein gründete der Apostel Paulus seine Gemeinde und das funktionierte offensichtlich. Dann verließ er Korinth, zog weiter und er befand sich höchstwahrscheinlich in Ephesus. Da bekam er Nachricht aus Korinth, dass in dieser Gemeinde längst nicht mehr alles zum Besten bestellt war und es knirschte im Gebälk. Da traten einige auf, die bezeichneten sich als die Superapostel, die das, was Paulus dort grundgelegt hatte, in Frage stellten und sagten, wir haben ein anderes, ein besseres Evangelium, ihr müsst auf uns hören. Und dann zeigte sich eine Gruppe, die in Zungen redete. Eine unverständliche, so glaubte man, durch den Heiligen Geist unmittelbar hervorgerufene Art, direkt zu Gott zu sprechen. Eine Art Lallen, Glossolalie nannte man es, die Zungenrede. Und die Menschen, die diese Zungenrede übten, meinten daraus den Anspruch ableiten zu dürfen, etwas Besseres zu sein im Vergleich zu denen, die diese Fähigkeit nicht hatten. Ein Riss ging durch die Gemeinde. Es spaltete sich in zwei Gruppen. Die einen, die diese Zungenrede beherrschten, und die anderen, die daneben standen, nichts verstanden und es auch nicht konnten. Und dagegen bezog Paulus Stellung. Sozusagen der berühmte Gipfel des ersten Korintherbriefs zielt genau dorthin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der letzte Vers aus dem 13. Kapitel und dann geht es unmittelbar ins 14. Kapitel in unseren Predigttext, der mit dem Wort beginnt, bleibt genau in dieser Liebe. Und wählt die Sprache der Liebe, prophetisch reden, das heißt Klartext reden, klar sprechen, so, dass es jeder versteht. Erbaut mit eurer Sprache Menschen, ermahnt, tröstet, stiftet Gemeinschaft in Sprache und zieht keine Grenzen und baut keine Mauern zwischen euch. Man könnte es auch anders sagen, sprecht die Sprache der Liebe, denn die Liebe ist die Gabe Gottes an euch. Gott hat aus Liebe diese Welt ins Sein gerufen. Und jeden Einzelnen von euch auch. Egal wo, an welchem Ort, welcher Herkunft, welchen Glaubens, welcher Religion, welcher Kultur,
ihr seid aus Liebe gemacht. Und sich um diese Sprache der Liebe zu bemühen, prophetisch klar zu reden, darum geht es. Und dann greift Paulus zu einem interessanten Beispiel. Er bemüht nämlich die Musik, um zu zeigen, was er unter dieser prophetischen Sprache der Liebe versteht. Er nennt drei Instrumente, die Flöte, die Harfe und die Posaune, die in rechter Weise gespielt werden müssen, sonst kann man diese Sprache der Musik nicht verstehen. Ich möchte das zum Anlass nehmen, da einmal drüber nachzudenken, dass Paulus Musik als Sprache sieht und beispielhaft für die Sprache der Liebe der Gemeinde in Korinth und damit auch uns heute vor Augen stellt. Und ich habe mir dazu eine Gesprächspartnerin eingeladen, mit der ich Musik als Sprache in unserem Gottesdienst entdecken möchte. Uweda, herzlich willkommen hier in der Immanuelskirche. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass du in der Kirche bist. Du bist Muslima, ja. Du bist in Somalia geboren und vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu dir selbst. Ja, also ich bin Uweda, ich bin hier in Deutschland seit 10 Jahren und bin 18 Jahre alt. Und hast gerade dein Abitur gemacht? Und habe mein Abitur dieses Jahr gemacht, richtig. Und sprichst hervorragend Deutsch. Danke. So, als wäre es deine Muttersprache? Nach 10 Jahren. Ist aber nicht deine Muttersprache. Nee, tatsächlich nicht. Du warst 7, als du aus Somalia mit deiner Mutter hier nach Deutschland geflohen bist. Genau. Erinnerst du dich noch dran, wie das war, als du die Sprache, als du noch nicht Deutsch konntest? Ja, also ganz leicht. Tatsächlich war das halt nicht schwer, ohne jetzt die Sprache, halt die halt vorherrschende Sprache zu sprechen, sich halt irgendwie einzufinden, war schon schwer. Also man sprach ja eine andere, man kannte halt zu Hause nur die Sprache der Mutter und alle anderen drumherum sprachen eine andere Sprache und es war halt schwer, erstmal Freunde oder halt Anknüpfung zu finden. Und war schon eine Herausforderung, sich dann anzupassen, beziehungsweise halt Kontakte zu finden. Und als du dann Deutsch gelernt hattest, da ging es dann leichter? Da war es auf jeden Fall einfacher, konnte man auch sein Gegenüber verstehen und sich auch ausdrücken und zu sagen, okay, das möchte ich rüberbringen und... Es geht in diesem Gottesdienst ja um Sprache. Genau. Und Sprache, da sind wir beide uns, glaube ich, auch einig, du als Muslime und ich als Christ. Wir sollen Sprache eigentlich nutzen, um uns unseren Respekt und unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und nicht zu spalten zwischen Menschen verschiedener Hautfarbe, verschiedenen Glaubens, verschiedener Herkunft, verschiedener Ansichten. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Du bist ja Muslima und du gehst in die Moschee, in den Gottesdienst. Gibt es bei euch in der Moschee im Gottesdienst Musik? Musik, nicht als Musik, aber schon Koran. Der Koran wird ja rezitiert von Imam. Und das ist auch schon eine Art Kommunikation. Also im Koran wird ja halt überall auf der ganzen Welt auf der gleichen Sprache von Millionen Menschen gesprochen, rezitiert und auch ist universell. Also es ist ja, jeder Muslime wird verstehen, wenn du ein Vers aus dem Koran vorliest, was du damit sagen willst. Aber der Imam, der singt den quasi ja. Das ist ja eine Art Gesang, kann man so sagen. Ja, Gesang. Also es wird rezitiert, das wird auch, es ist auch eine Kunst für sich. Also es wird halt anders rezitiert, als wenn man jetzt, wenn ich es persönlich halt zu Hause üblich machen würde. Der Imam macht es ja halt anders. Er wird ja halt, es ist eine Art Kunst, die man erlernen muss. Was bei euch die kunstvolle Rezitation des Koran im Gottesdienst ist, das bei uns die Musik. Und das hat ja eine gemeinsame Wurzel im jüdischen Gottesdienst in Israel, wo Gott gelobt wurde und man über die Sprache hinaus dann zu besonderen Tönen und Klängen auch gegriffen hat. Und ich würde dich gerne einmal einladen dazu, unsere Musik, unsere gottesdienstliche Musik einmal ein wenig näher anzuschauen. Gerne. Dass du die mal siehst und mal kennenlernst. Sollen wir vielleicht mal auf die Orgel hochgehen? Ja. Da oben wartet der Herr Pech auf uns und der wird uns als nächstes die Orgel zeigen. Okay. Prima. Ja, Herr Pech, sehr schön, dass wir Sie hier oben auf der Orgelempore, sozusagen auf der Orgelbank, einmal besuchen können, die Uweda und ich. Uweda hat heute zum ersten Mal
eine Kirche besucht, hat zwar in der Schulaula, wo sie Abitur gemacht hat, schon mal eine Orgel gesehen und auch schon mal kurz gehört, aber so eine richtige Kirchenorgel in Aktion glaube ich noch nicht. Ne? Nee, ist gerade zum ersten Mal tatsächlich. Ist auch echt riesengroß. Hab Pech. Vielleicht erklären Sie uns einfach mal die Sprache der Orgel. Ja, zunächst mal ganz herzlich willkommen hier oben an dieser Stelle, normalerweise nur dem Organisten, der dieses Instrument spielt, vorbehalten ist. Und die Orgel hat eine ganz besondere Sprache. Sie kann sehr kraftvoll und mit viel Energie sprechen bzw. musizieren. Aber sie kann auch ganz zart und leise sein. Und ich gebe gleich mal ein paar Beispiele. Und fange erstmal mit einem an, wo man wirklich die Orgel ja in ihrer ganzen Fülle hört, mit einem der berühmtesten Orgelstücke, die, glaube ich, komponiert werden, die so viele Menschen kennen. Und ich vermute, Sie hören es zum ersten Mal. Ich fange einfach mal an. Okay. Genau, ja. Das sagt man, also wenn man diese Klänge hört, ja, unglaublich groß und stark. Und eins haben Sie vielleicht auch schon gesehen, anders als bei einem Klavier, das Sie bestimmt kennen, der Organist spielt ja nicht nur mit den Händen, sondern wie Sie gesehen haben, auch mit den Füßen. Und wenn die in Aktion sind, dann kommen die besonders tiefen Töne. Wir haben also hier zum Beispiel eine der größten Pfeifen, die zu Ihnen sprechen, zu Ihnen spielen. Und ich spiele diesen Ton einmal ganz alleine, damit man das hier einmal hört, diese große Pfeife. Die macht einen ganz tiefen, satten Ton. Aber die Orgel hat eben doch auch noch ganz andere, ganz zarte, ja fast Spieluhrenklänge. Und da spiele ich Ihnen mal ein kleines Stückchen vor von einem sehr berühmten Komponisten. Hat dich das an was erinnert? Hat sich Mozart angehört. Ja, genau. Das war Mozart. Ja. Das war ein ganz berühmtes Wiegenlied von Mozart. Etwas ganz Zartes, fast zum Einschlafen, was man auch so in kleinen Spieluhren eventuell spielen könnte. Und Sie haben vielleicht so eine solche Spieluhr zu Hause und kennen dieses Lied, was man kleinen Kindern zum Einschlafen vorspielt. Ja. Auch das kann die Orgel, ist eine Sprache unserer Orgel. Und sie kann aber noch ganz anders. Und sie kann auch etwas Modernes, Musik, die viele junge Menschen kennen, weil sie schon einmal im Kino waren. Denn die Orgel ist nicht nur ein Instrument für die Kirche. Von ihrem Ursprung her war sie eigentlich ein Instrument zur Unterhaltung der Menschen. Sie stand in einer Zirkusarena und ist erst viel später hier in eine solche Kirche gekommen und hat ihre Funktion.
Also die Sprache der Orgel ist also universell. Und ein solches Stück, das eigentlich nicht in einen Gottesdienst gehört, aber Menschen trotzdem fasziniert und angeht, das spiele ich jetzt noch. Super, das freut mich. Ja, genau. Das ist eine Musik, die wirklich gerade die jüngeren Menschen kennen. Man kann auch das mal auf der Orgel spielen, wenn auch die Orgel im Gottesdienst eine ganz eigene Sprache spricht, nämlich die der Kirchenmusik. Vielen Dank, Herr Pech. Danke. Sehr gern. Der Herr Lüken ist der Chorleiter, der Leiter der Kantoreibahn Gemarke. Herr Lüken, an Sie die Frage, inwiefern ist Musik eine Sprache? Sie singen ja nun mit dem Chor jetzt auf Texte. Inwiefern ist das Singen dieser Texte noch mal mehr als das Sprechen? Musik ist immer eine Sprache. Musik ist immer Kommunikation. Das heißt natürlich auch, wenn wir keinen Text singen, sondern ein Orchester spielt oder ein Soloinstrument oder ein Duett, ist es immer trotzdem Kommunikation und Sprache. Also selbst wenn ich alleine spiele an einem Klavier oder eine Solo-Violinsonate oder irgendwas, dann ist es immer noch Kommunikation mit mir selbst, mit den Gedanken des Komponisten, der das Stück geschrieben hat, dass ich versuche, mit dem zu interagieren oder mit dem Publikum. Andersrum von der Seite des Komponisten aus ist es natürlich, eine Komposition ist immer der Versuch, irgendetwas auszudrücken. Also letztlich genau wie gesprochenes Wort versucht man eine Botschaft zu senden, aber eben durch Töne anstatt durch Wörter. Und das kriegt eine neue Ebene, wenn wir wirklich gesprochenes Wort vertonen. Das ist dann natürlich nochmal eine Ebene mehr, dass wir im Chor oder im Sologesang wirklich einen Text haben, der an sich schon eine Bedeutung hat in einer bestimmten Sprache und dann noch die musikalische Ebene dazukommt, dass sich ein Komponist gedacht hat, aha, der Textdichter sagt hier das und das, wie kann ich das umsetzen, dass der Ton dazu passt? Oder wie kann ich das vielleicht auch irgendwie kontrakarieren, dass der Ton nicht dazu passt? Also es ist immer ein Verhältnis zwischen den beiden, das eindeutig Kommunikation ist. Also könnte man sagen, die Musik weitet sozusagen nochmal den Text, indem Herz, Sinne, Gefühl nochmal angesprochen werden sozusagen. Es ist eigentlich nochmal eine ganzheitlichere Sprache als nur das gesprochene Wort, was ja in der Regel nur über den Verstand aufgenommen wird. Kann man das so sagen? Ich würde das nicht so sagen. Ich würde eigentlich sagen, dass auch nur das gesprochene Wort das schon kann. Auch das soll ja das Herz ansprechen. Und es gibt auch Gedichte, die uns anrühren. Mhm. Oder wirklich, egal welcher Text, es kann sogar eine Prosa sein, die uns wirklich einfach vom Inhalt her so bedeutend ist, dass sie uns berührt. Und so gesehen eröffnet die Musik, jetzt darf ich das als Musiker eigentlich gar nicht sagen, aber eröffnet nicht unbedingt eine neue Ebene, sondern auch ein gesprochenes Wort oder gelesenes Wort oder geschriebenes Wort kann das schon machen. Aber natürlich ist es noch einmal ein, wenn man so möchte, ein Kommentar, die Musik. Es nimmt den geschriebenen Text und sagt, das stelle ich mir darunter vor. Oder so könnte man das sehen. Und natürlich hat die Musik Mittel,
uns wirklich ganz leicht zu berühren. Das fällt der Musik sehr einfach. Musik ist so universell und wird von allen Menschen verstanden. Das ist ja das Tolle, dass es keine Kommunikationsprobleme geben kann, weil jeder Musik kennt und jeder Musik verstehen kann, weil es intuitiv ans Herz geht. Man muss nicht verstehen, was da passiert. Man muss die Musik nicht analysieren, um von ihr berührt zu werden. Also Musik gibt natürlich dem gesprochenen Wort noch etwas hinzu. Ja. Man könnte ja auch so sagen, ein Teil der gottesdienstlichen Musik ist ja auch darauf angelegt, die Menschen zum Mitsingen zu motivieren. Also auch ein gemeinschaftsstiftendes Moment nochmal der Kirchenmusik. Die Gemeinde stimmt ja ein in den Gesang und ja, jeder ist eingeladen dazu. Also insofern ein kommunikatives Element, was Menschen verbindet, statt sie zu trennen. Nochmal über das Gesprochene hinaus in einen Raum, in einen Klangraum sozusagen führt, der verbindet. Ja, das merken wir auf ganz schmerzhafte Weise jetzt gerade, wo wir es nicht dürfen. Ja. Wo wir wirklich fast ein Jahr lang mit einer kleinen Unterbrechung davon abgehalten werden, gemeinschaftlich Musik zu machen oder zu singen, zumindest was den ganzen Amateurbereich angeht. Das tut weh und jetzt merken wir, wie wichtig das ist. Und ich hoffe, dass, wenn das jetzt vorbei ist, dass wir uns trauen, wieder anzufangen, so wie es vorher war. Und also dieser Lockdown ist jetzt so lang gewesen, dass ich mir vorstellen kann, dass es schwerfällt, wieder anzufangen, dass es sich sehr ungewohnt anfühlen wird. Aber natürlich liegt darin auch die Chance, dass wir sagen, wir haben jetzt so sehr gemerkt, wie schön das ist. Jetzt genießen wir das erst recht. Also ja, Musik verbindet total. Wenn man mit der Gemeinde mit 500 Mann plötzlich irgendwas zusammen macht, ist es natürlich toll. Oder was Tézé für eine schöne Stimmung hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Tézé ist ein Kloster in Frankreich, wo man quasi als Urlaub hin kann für eine Woche oder wie auch immer, für ein paar Tage, und da wird ganz, ganz viel gesungen. Und das sind ganz leichte Stücke, das, was jeder kann, und es wird immer wiederholt. Das sind dann immer nur 10, 20 Sekunden und das wird wiederholt. Und alle sitzen auf dem Boden in der Kirche und singen das eigentlich mehr für sich als für, also es ist kein Konzert, es ist wirklich nur singen, um das zu erleben. Und das macht alle zusammen. Das ist so, also so eine zusammenführende Wirkung, die die Musik da hat. Das ist ganz ergreifend. Mit unserem Predigttext gesprochen, das, was Paulus meint, die prophetische Sprache, die erbaut, die zusammenschließt, die Sprache der Liebe, ist die Musik. Vielen Dank für das Gespräch. Würde ich unterstreichen. Danke. Gerne, danke. Ja, jetzt hast du Musik gehört, du hast viel erzählen gehört über Musik. Wie sind denn deine Eindrücke? Also es war auf jeden Fall eindrucksvoll. Das ist auch zum ersten Mal, dass ich jetzt vor einer Orgel stehe und das auch gehört habe. Und die Klänge waren wirklich beeindruckend, mal tief, mal hoch. Es war spannend zuzusehen. Wir haben ja schon mal überlegt, wir machen es vielleicht so, dass wir auch mal dann in die Moschee kommen und uns die Rezitation des Koran mal ansehen. Als die Musik sozusagen in eurem Gottesdienst. Genau, einfach die Sprache Gottes, dann aber auch von einer anderen Religion, von einer anderen Perspektive. Musik ist die Sprache der Liebe. Ich denke, das ist genau das, was der Apostel Paulus meint. Etwas, was Grenzen, Mauern zwischen Menschen überwindet, überschreitet, die Herzen und die Seelen füreinander öffnet, sie einklingen lässt, einstimmen lässt in das Lob der Schöpfung. Man könnte so sagen, die Musik in unserem Gottesdienst, die erinnert uns daran, dass die Sprache, in der wir miteinander reden, niemals exklusiv sein soll, sondern immer inklusiv. Alle sollen hineingenommen sein, niemand ausgegrenzt werden, denn es ist die Sprache der Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
barmherziger Gott, wir danken dir für dein Wort an uns. Wo wir zweifeln und verzweifeln, baust du uns auf. Wir bitten dich für die Menschen, die einsam sind. Spreche du sie an und schenke ihnen Gesprächspartner, die ihnen das Gefühl geben, dass sie wichtig und von dir bejaht sind. Wo auch immer möglich, lass uns zu solchen Gesprächspartnern werden. Lebendiger Gott, wir danken dir für die Musik, diese wunderbare Sprache, die uns ergreift und erhebt, ja, die uns oft dein Wort ins Herz und in die Seele bringt. Wir bitten dich für die Kulturschaffenden in unserer Gesellschaft. Lass sie am Ende der Pandemie neue Kraft und Inspiration finden, ihre Berufe und Berufungen zu aller Wohl und Nutzen weiterzuleben. Gnädiger Gott, wir danken dir dafür, dass wir in einem friedlichen Teil dieses Planeten leben. Wir bitten dich für alle Menschen, die von Krieg bedroht sind, die zum Opfer der Egoismen und Machtinteressen geworden sind. Schenke ihnen neuen Lebensmut und lenke Gedanken und Handlungen der Mächtigen auf den Weg des Friedens allen Menschen zugut. Heilender Gott, wir bitten dich für die Menschen, die an Covid erkrankt sind und um ihre Gesundheit und ihr Leben kämpfen. Schenke ihnen neue Hoffnung und Genesung. Richte die Trauernden, die Menschen verloren haben, auf. Schenke uns als Gesellschaft Einigkeit, damit wir den Kampf gegen das Virus bestehen. Lass uns dabei erfahren, dass du die Menschen, deine Geschöpfe, in Gemeinschaft und Frieden wissen willst. Hilf uns dabei. Lass uns gemeinsam beten, wie der Herr selbst es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zuhörer, zum Schluss des Gottesdienstes möchte ich Ihnen noch einiges bekannt geben.
Es war wieder einmal ein ganz anderer, ein besonderer Gottesdienst mit einer ganz anderen Struktur. Für die Idee und seine Verkündigung danken wir Herrn Pfarrer Siegfried Landau sehr herzlich. Ebenso Ruwaida, die mitgekommen ist und uns mit einem Interview sehr erfreut hat. Ebenso sind wir dankbar und froh für die gekonnte Behandlung der Königin der Instrumente, nämlich der Orgel, durch den Organisten Thorsten Pech. Herzlichen Dank auch dafür. Wie viele andere Chöre möchten auch wir als Kantorei gerne wieder regelmäßig in Präsenz proben und konzertieren. Ob wir das geplante letzte Konzert der laufenden Saison durchführen können, das werden wir Ihnen rechtzeitig bekannt machen. Achten Sie auf unsere Nachrichten und auf die Veröffentlichungen im Internet auf unserer Homepage. Über weitere Details werden wir Sie immer auf dem Laufenden halten. Für Ihre bisherige Geduld, Ihre stille und hilfreiche Unterstützung und für Ihr großzügiges Verständnis für die außergewöhnliche Situation, die uns alle betrifft, danken wir Ihnen sehr. Noch ein Wort zu den Kollekten. Wir möchten Sie heute auf eine ganz besondere Institution aufmerksam machen, die oft unbeachtet bleibt oder gar in Vergessenheit gerät. Das PSZ, das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf. Das PSZ ist eine Beratungs- und Therapieeinrichtung für traumatisierte und psychisch belastete Geflüchtete, für Überlebende von Folter und Menschenrechtsverletzungen. Hier finden jährlich ca. 1000 Menschen aus über 50 Ländern Unterstützung in ihrer persönlichen Not und weitgehend in ihrer Muttersprache, was ihnen besonders hilft. Das Betreuungsangebot ist da, aber der Betreuungsbedarf ist riesig groß. Helfen Sie mit, die Menschenrechte zu sichern und die dringend bedürftige Heilung der Betroffenen zu ermöglichen und zu fördern. Die Kontonummer des PSZ wird am Ende der Übertragung eingeblendet. Sie kann aber auch später bei uns nachgefragt werden. Sollten Sie darüber hinaus noch an unsere Chorarbeit denken wollen, dann sind wir natürlich als Kantorei Barmen-Gemarke auch sehr, sehr dankbar, in dieser bedauerlicherweise einnahmslosen Zeit für jede finanzielle Unterstützung. Ich danke Ihnen im Namen der Kantorei. So empfangt im Glauben den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.